Ist das wieder schön? Ist das schön? Also ich kann definitiv behaupten, dass ab der italienischen Grenze der Abschnitt der schönste war von meiner ganzen Reise. Da kommen fast die Tränen. Schön ist das hier. Jetzt hätte es fast gecrasht, ey. Oh, jo, jo. Das ist der Tag der Tage. Echt, das ist die reinste Genusstour jetzt hier. Das kannst du rollen lassen, brauchst kein E-Bike. Ja, guten Morgen. Heute ist der 17.8. Ich bin in Villach. Meine Tour auf der Alpe Adria sollte eigentlich hier beendet sein. Aber ich habe noch 3 Tage Zeit. Ich bin zu früh da. Meinen Reservetag habe ich nicht gebraucht. Also gibt es für dich heute eine Bonustour. Ich werde jetzt weiter auf der Alpe Adria fahren, Richtung Udine. Bis Udine werde ich heute nicht kommen. Vielleicht morgen noch, weiß nicht. Jedenfalls fahre ich bis Genova. Das sind ungefähr 105 Kilometer. Soll wohl der schönste Streckenabschnitt sein. Und das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Verzeiht es mir, dass ich sämtliche Städtenamen wie Villach, Cremona und Udine falsch ausspreche. Aber dafür sind Reisen da, um das zu lernen. Ich glaube selber nicht. Ich bin schon fertig, alles gepackt. Allerdings werde ich jetzt noch nicht starten. Ich werde mir erst mal einen Kaffee machen, bevor es dann losgeht. Schön, jetzt kommt sogar die Sonne über den Berg. Ja, also wirklich Hochachtung. Ich habe eine Zeltnachbarin, die alleine mit ihrer Tochter unterwegs ist. Die Tochter ist 9. Die ist von Salzburg hierher gefahren. Klar, in Bad Gastein musste sie schieben, aber ich meine, Wahnsinn. Toll, die ist alleine gefahren, also ohne Motor, mit einem kleinen Fahrrad. 26 Zoll, glaube ich, war das. Echt klasse. 8.20 Uhr und es geht vom Hof. Ja, ich brauche dann immer ein bisschen noch, um mich zu sammeln. Kaffee trinken, nochmal Instagram checken und so weiter. Ich glaube, das ist so die Zeit, die ich hier immer vertrödel. Aber das muss einfach sein. So, jetzt geht's direkt auf die Alpe Adria zurück. Das Nyon hat es noch nicht gepeilt, was Sache ist. Ich soll irgendwo hin, wo er mit der Rechnung anfangen kann. Keine Ahnung. Mal wieder schönstes Wetter. Das ist so ein Glück auf meiner Reise bisher. Rechts links abbiegen, dann nach 60 Metern leicht rechts. Hinter mir ist der Bahnhof. Da muss ich mich in 3 Tagen wieder einfinden. Ja, alles, was ich jetzt fahre, muss ich wieder zurückfahren. Leicht rechts abbiegen, dann nach 20 Metern links abbiegen. So, was sagt er mir? Nein, ich bin falsch. Da unten geht's lang. Schönen Radweg. Bin wieder unten an der Trau. Ja, hier gibt es viele Wurzeleinbrüche. Oder Wurzeldurchbrüche. Kürzer wäre es in die andere Richtung, aber ich fahre jetzt die Schleife an der Trau weiter. Ich will ja die Alpe Adria so gut es geht mitnehmen. Mein Zeltnachbar, der heute die gleiche Strecke fährt, den ich wahrscheinlich heute Abend auch wieder auf dem Campingplatz treffen werde, hat eine völlig andere Höhenmeterquote errechnen lassen. Auf seinem Komoot hat er über 1000 Höhenmeter. Ich sage, das kann nicht sein, das müssten um die 600 sein, höchstens. Ja, ich bin mal gespannt. Also BikeRouter hat da um die Hälfte berechnet wie Komoot. Ja, schauen wir mal, was am Ende rauskommt.
Jetzt geht es einmal über die Drau und dann kommt schon wieder Ausschilderung. Sehr schön. Ist das wieder schön? Ist das schön? Mann, herrlich. Ich werde ungefähr 7 Stunden unterwegs sein. Ich rechne immer so mit 15 Stundenkilometer, einschließlich Pausen, Drehpausen, Essenspausen, wie auch immer. Demnach müsste ich dann so gegen 3:30 da sein. Auf dem Campingplatz in Gemona. Geh zu Mona, so merke ich mir das immer. Geh zu Mona. Gemona. Wow. Ich gehe mal davon aus, dass es der schönste Abschnitt der Alpe Adria ist. Und freue mich, dass ich noch genügend Zeit habe, den jetzt auch noch zu fahren. Ja, in 2 Tagen bin ich hier wieder auf dem Rückweg, oder 3. Und wie bereits gestern erwähnt, gibt es auf dem Abschnitt zwischen Villach und Gemona keine Campingplätze. Sonst wäre ich gestern sicher noch 40 Kilometer weitergefahren. Am besten plant ihr das gleich mit ein, falls ihr auch campt und diese Strecke fahren wollt. Morgens ist das Licht besonders schön. Kenne ich so gar nicht. Geil. Ist das geil. Ist auch der Geilradweg übrigens. R3. Ja, auch mit AI geschrieben. Da ist ein Reh. Ich hab grad ein Reh reingesprungen. Schluss aus Ende. An dieser Stelle habe ich eine frische SD-Karte in die GoPro eingelegt. 3 Tage später, wieder zurück in Villach, meldet die Kamera einen SD-Kartenfehler. In der Hektik während des Verladens des Fahrrads in den Zug habe ich die SD-Karte dann versehentlich formatiert. Alle Videos ab diesem Zeitpunkt waren weg. Mit Datenrettungstools kam ich an dieser Stelle nicht weiter. Nur durch einen Datenretter konnten nach 17 Stunden Rechnen die über 4000 Fragmente der Clips wieder zusammengesetzt und gerettet werden. Die 180 Euro waren es allemal wert, denn es folgte der schönste Abschnitt meiner gesamten Sommerradreise. Nach 12,3 Kilometern mache ich mal eine kurze Trinkpause, pflege meine Kette und versuche das Nyon nochmal mit einer Route zu versorgen, dass das Nyon auch versteht. Ja, das ist nicht so einfach. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Ja, mit dem Trinken, das hat geklappt, auch mit der Kette, aber mit dem Nyon nicht. Der will einfach den Track nicht haben. Jetzt habe ich doch gerade festgestellt, Florian, dass es doch 1600 Höhenmeter sind heute. Das reicht nicht mit meinen Akkus, glaube ich. Naja, ich habe ja Zeit heute. Ich nicht so lange wieder rumsitze hier. Gerade war das Geilstübchen ausgeschildert in 2 Kilometern. Aber ich werde doch noch keine Pause machen. Ich habe ja erst 16,5 Kilometer hinter mir. Und werde mindestens erst mal 30 haben, bevor ich was esse. Ich fahre übrigens flussaufwärts. Links die Geil und ich mache Geilkilometer. Erlendorf liegt hinter mir. Jetzt geht's raus aus dem Wald, weg vom Fluss, über die Bahngleise auf die andere Talseite. Jetzt komme ich in Neuhaus an. Hervorragend. Wegen. Links abbiegen.
Ab Neuhaus geht es jetzt an der Landstraße etwa 7 Kilometer entlang. Da muss man durch. So kein paar Kilometer machen. Das waren keine 7 Kilometer an der Landstraße entlang. Höchstens 3. Hier in Pöckau geht es wieder weg. Erstmal. Ja, mal schauen. Und dann später wieder weiter an der Landstraße. Juhu! Mit so einem mächtigen Rucksack würde ich auch nicht fahren wollen. Oh, da bin ich auf dem Rückenspitzen. Wahnsinn. Ich rolle hier einen anderen Stein ein. Hier gibt es einen Spar. Und hier die Bäckerei gleich. Kam aus Spar raus, habe ich schon 2 Bäckereien hier gesehen. Mit Tischen draußen. Aber gut, das ist das. Ich habe jetzt Baguettes eingekauft oder Brötchen, die belegt sind. Das ging jetzt ganz schnell. Ich war höchstens 7 Minuten drin. Hier hätte es nur einen Billa gegeben. Interessiert mich jetzt nicht weiter. Ich suche eine Bank, wo ich in Ruhe mein Brötchen essen kann. So, jetzt geht's rechts. Ja. Sie hat mich vorgelassen. Ein Militärfahrzeug. Ja, jetzt geht es an der Landstraße bergauf. Da gab durch den Wald wäre mir lieber gewesen. Ja, kannst das nicht aussuchen jetzt. Alba Adria, enttäuscht mich nicht. Habe ich doch gerade meine Fototasche verloren. Hä? Ja, wenn man die so reinschmeißt. Ciao, Kärnten. So, jetzt kommt die Grenze. Die italienische Grenze. Sogar ein Friseur. Wahrscheinlich wenn wir ein Passbild machen muss. Scharf rechts abbiegen, dann nach 20 Metern scharf links abbiegen. Oh, hier geht's scharf hoch. Abbiegen, dann nach 20 Metern links abbiegen. Oh. Das macht Hoffnung auf ein Bänkchen. Jetzt geht's in den Wald rein. Sofort hinter der Grenze. Die erste Bank wird wahrscheinlich gleich belegt sein. Da war gerade die erste Bank mit dem Tischlein. Aber nein, war mir nicht gut genug. Ich suche noch ein besseres. Hallo? Oh, oh, oh. Mann, habe ich nicht gesehen. Oh, da kann man so ein bisschen die Berge durchsehen. Jetzt geht es wieder bergab. Aber im Grunde genommen ist das Höhenprofil wie so ein Satteldach. Also steigt an, bei der Hälfte geht es wieder bergab. Im Groben. Ah, die Bank, die nehme ich. Die ist sogar super. Sogar im Schatten. Ja, der Tisch ist gedeckt. Brot, Hafermilch, Joghurt. Was da? Nee, Heumilch. Hafer will ich doch nicht kaufen. Und eine Cola. Ja, muss nicht Coca-Cola sein. Muss nicht Coca-Cola sein. Ja, und ich habe einen herrlichen Blick auf die Berge, wenn die Bäume nicht wären. Ja, schon schön, wenn man so früh aufsteht, kann man länger Pause machen. So, weiter geht's. Kurze Reifenwäsche, weiter geht's.
So, jetzt geht's wieder ein kleines Stück runter. Ich kann das ja gar nicht leiden, irgendwelche Radlauf vor mir zu haben. Nur das Gefühl, ich muss sie überholen. Spätestens bis zur nächsten Pause haben sie mich wieder. Aber egal, ich habe keine Lust, hinterher zu fahren. Also seit der italienischen Grenze ist es top. Wirklich richtig schön. Toll. Hier ein Lost Place Bahnhof, Tarvisio. Ja, haben sie mich wieder allein geholt. Definitiv zu tief eingestellter Sattel. Hier muss man aufpassen. Der kleine Spock gleich drum. Kurzer Zwischenstand, ich bin jetzt 41 Kilometer gefahren, 63,8 habe ich noch und es ist 11.21 Uhr und bin in Tarvisio. Ja, ich müsste bald die höchste Stelle erreicht haben und dann geht es nur noch bergab, oder eigentlich bergab, ja, überwiegend. Was habe ich am Akku? 49% von dem großen Akku, von dem 625er. Und ich bin im EMTB-Modus gefahren. Hinter mir ist auch so eine Raststation. Irgendwie ging die GoPro nicht rechtzeitig an. Aber deswegen fahre ich nicht nochmal zurück. Das war sicher auch mal ein Bahnhof hier. Ein Bahnsteig. Oh, Titanic. Das ist schon makaber eigentlich, oder? Also echt auf der Titanic rumhopsen. Ja, hier ist eine Skiliftanlage. Ach, hier. Gucken wir da. Der Zähler. Ah, der ist natürlich kaputt. Oh, wie bei der Deutschen Bahn. Alles kaputt. Hier werde ich den Scheitelpunkt erreicht haben, den höchsten Punkt. Wir sind auf 822 Meter. Und jetzt heißt das eigentlich nur noch rollen lassen. Und übermorgen das gleiche Spiel andersrum. Also ich kann definitiv behaupten, dass ab der italienischen Grenze der Abschnitt der schönste war von meiner ganzen Reise. Inklusive Bodensee-Königssee-Radweg. Ja, das war echt klasse. Toller Radweg, schöne Aussicht, viele Menschen. Ja, es war okay.
Ich habe ja noch ein Brot, ich habe noch eine Cola, ich habe noch Wasser. Alles noch vorhanden. Hey, das macht richtig Spaß hier. Das ist der Hammer. Patrick, vielen Dank, dass du mir das immer nahegelegt hast, hier zu fahren. Ich wäre wahrscheinlich sonst in Villach umgedreht oder hätte noch mal 3 Tage auf dem Campingplatz verbracht. Keine Ahnung. Aber wer weiß. Ich glaub's nicht. Leute grüßen hier. Jeder Radfahrer, jede Radfahrerin grüßt hier. Also die meisten jetzt hier Italiener. Hey, in Deutschland. Oh Mann, als wenn man sich aufs Rad geknebelt hätte. Also, ja, gibt ein paar. Also nicht alle, die meisten nicht. Ne? Die meisten sind da fröhlich auch. So ganz fit sieht die Brücke auch nicht mehr aus. Da guckt schon richtig Bewährung raus. Und die rostet natürlich schon. Ei. Wo ist diese Brücke nochmal eingestürzt vor ein paar Jahren? Ugh. Nächste Station steht nicht dran. Huhu. Ist hier mal eine ganz nette Erfrischung. Es wird immer kälter. Oh. Gas geben hier. Wenn wir rauskommen wieder. Also, das war Tunnel Nummer 1. So einen zweiten Tunnel, den habe ich auch gefilmt, aber mit dem Handy. Um das meiner Familie zu schicken. Da kommen fast die Tränen. Schön ist das hier. Oh ja, das darf ich alles wieder hochfahren. Aber die Steigungen sind seicht. Brauche ich halt Akku. Ne? Aber ich schätze mal, der reicht von G-Mona. Geht zur Mona. Das ist ja nur ein Fake-Tunnel hier. Das ist ja nur ein halber. Dafür mache ich extra die Kamera an. Wer Nummer 3. Ladies and Gentlemen, wir haben hier 12.09 Uhr und eine Außentemperatur von 26 Grad. Unsere Flughöhe beträgt 620 Meter über Meeresspiegel. Wir befinden uns in einem Flug auf Gemona in 45 Kilometer. Oh, da hältst du die Kamera raus, guckst du, dass die nicht irgendwo gegenkommt. Zack, bist du im Schlagloch drin. Oh, tierisch aufpassen. Es ist total warm und der Fluss kühlt auch nicht. Normalerweise hat man so eine kühlende Wirkung vom Fluss her. Im Gegenteil ist das hier der Fall. Da strahlt dieses weiße Gestein auch noch richtig die Hitze ab. Aber hier ist es schattig unter der Brücke für kurze Zeit. Jetzt hat es fast gecrasht. Ey. Ich bin da jetzt runtergekommen, da oben ein Schild, Brücke gesperrt. In die Richtung war mir nicht ganz klar. Heißt das jetzt Umleitung oder ist da die Brücke gesperrt? Da dachte ich, drehst mal um, setz dich nochmal auf die Bank, wartest, wo die Radfahrer herkommen. Und in dem Moment kamen hier 3 so Gravel-Typen angeschossen. Wirklich lautlos.
Und der wusste nicht, ob er links oder rechts ausweichen sollte. Da ist mir die Kamera runtergefallen. Nee, es war nicht so dramatisch. Dann fahre ich jetzt auch mal weiter. Wenn die da wissen, wenn die meinen, da geht's weiter, dann fahre ich mal hinterher. Nach der Ortsdurchfahrt kommt wieder eine super Abfrischung. Abfrischung. Cool, da geht das Licht entsprechend an. Das ist sehr cool. Das ist übrigens Tunnel Nummer 4. Es wird wärmer. Vielleicht liegt es gar nicht daran, dass ich in Italien bin und die Radfahrer freundlicher sind. Vielleicht liegt es auch nur am schönen Radweg, dass das einfach glücklich macht. Oh, jo, jo. Tunnel Nummer 5. Tunnel Nummer 6. Der ist nicht so kalt wie die anderen. Dafür ist einfach viel zu klein. Ach, schön. Das ist der Tag der Tage. Echt. Tunnel Nummer 7. Oh, der ist kalt. Der ist Ocean Cat. Siehst ja gar nichts mehr. Muss mal Licht anmachen. Bringt tatsächlich was hier. Tunnel Nummer 8, der ist wieder einer der kalten Sorte. Das ist die reinste Genusstour jetzt hier. Das kannst du rollen lassen, brauchst kein E-Bike. Kannst du rollen lassen. Du kannst die Landschaft angucken. Musst nur ein bisschen gucken, dass du nicht von der Spur kommst. Apropos Spur, ich halt mal an. Nee, ist kein Schatten. Schaden. Tunnel 12 oder so kommt jetzt. Kann ich zählen gar nicht mehr mit. Die Bank nehme ich mal. Mal Licht ausmachen. Oh. Schön. Ach, ein bisschen verschwitzt bin ich schon noch. Oh. Ah, es ist so schön. Ich habe mir gerade erst mal bewusst gemacht, dass es wahrscheinlich der schönste Tag im Jahr ist. Voraussichtlich, ja. Muss es echt genießen. Oh, ist das toll. Übrigens fiel mir ein, weshalb das Nyon die Route nicht zeigen konnte. Ostmann hatte auch Probleme. Wir sind in Italien. Wahrscheinlich habe ich die Karte ja gar nicht geladen, weil ich nicht vorgesehen habe, hierher zu fahren. Jetzt versuche ich die mal nachzuinstallieren. So, jetzt geht's wieder, nachdem ich die Karte runtergeladen habe. Warum meldet Bosch denn nicht Karte nicht vorhanden, sondern wählen Sie einen anderen Punkt? Keine Ahnung, ihr habt ja die Fehlermeldung gesehen. Ja, wie auch immer, ich habe ein bisschen was gegessen und mich sogar mit Haribos versorgt.
Und ja, gleich geht's weiter. Ich habe mich gerade schon gewundert, weshalb hier Fahrräder rumstehen. Die haben den Ort gefunden. Schon eindrucksvoll. Jetzt habe ich das endlich auch mal gesehen. Und da kommt jetzt auch sofort dieser Bahnhof mit dem Café. Mal eine Pause machen. Ich habe es nicht mehr weit, es sind noch 29 Kilometer zu meinem Campingplatz. Hatte noch überlegt, weiterzufahren, einen anderen, späteren Campingplatz zu nehmen. Morgen wieder zurück zu dem, den ich jetzt geplant habe. Aber da gibt es keinen. Erst unten an der Adria. Kann man vergessen. Boah, ist das schön hier. Boah, ist das voll. Sie passieren PNI Trinkwasser. Ah, ich werde mir doch mal ein Weizen reinziehen. Ja. Das war eine Pause von etwa einer Stunde. Hab lecker mal ein Bierchen getrunken. Es war ein bisschen chaotisch mit der Bestellung. Draußen kam keiner. Ich habe bestimmt 20 Minuten gewartet. Diesmal rein und raus. Und dann bin ich rein. Dann heißt es ja, bestellen oder bezahlen. Sie können nur eins von beiden. Ich sage, ja, bestelle ich. Ja, bezahlen muss ich dann bei der Kellnerin. Zum Schluss habe ich bei der Kellnerin bezahlen wollen, weil sie, ich müsste drin bezahlen. Ich habe einfach die 5 Euro plus Trinkgeld aufs Tablett geschmissen. Hat sich gefreut. So, weiter geht's. Hat sich ein bisschen zugezogen. Ist auch windig, aber angenehm. Ja, ich habe Gegenwind. Hoffentlich bleibt das bis übermorgen so. Ich habe noch geschmeidige 28,2 Kilometer. Und es ist ja, 10 vor 3. Sehr schön. Na, wenn das so weitergeht, werden aus diesen 28 Kilometern noch 5 Stunden. Ach, wieder ein Tunnel. Ja, zu zweit wäre es natürlich einfacher. Der eine passt aufs Rad auf und der andere geht zum Wasserfall runter oder in den Supermarkt. Da bin ich jetzt auch schon relativ entspannt geworden. Also fast schon eine Wüstenlandschaft.
Hier ist Baustelle. Ich habe mir noch Wasser bei der Gendarmerie abgeholt. Aus dem WC. Berg, Berge. Hier ist auch Erläuterung, was für Berge das sind. Wollt ihr es wissen? Okay. So, müsste alles geklärt sein. Ich fahre mal weiter. Das ist ja ein trockenes Flussbett hier. Wahnsinn. Wo sind denn plötzlich die ganzen Radfahrer geblieben? Alle weg. Jetzt ist es wahrscheinlich nicht mehr so schön. Da wird eine alte Bahn restauriert. Oh, ist das kalt. When you fall in love, and you fall forever. Ein jähes Ende eines Radweges. Ja, Navi hat mir auch gesagt, ich soll rechts abbiegen. Dann fahre ich das auch mal. Jetzt geht es ein kleines Stück zurück, um dann wahrscheinlich weiter auf der Landstraße zu fahren. Nee, so ganz klar ist mir es nicht. Soll ich jetzt auf die Autostrada oder wie? Aber das Schild war doch eindeutig. Das ist komisch, oder? Kam gerade ein anderer Radler. Dem schließe ich mich einfach an. Der war so sicher scheinbar. Jetzt guckt er doch noch mal auf sein Navi. Ah ja, hier steht's. Der hat aber schon einen guten Seitenschlag in seinem Hinterrad. Es ging jetzt ungefähr 5 Kilometer an der Straße entlang. War okay. Es gab ja so einen kleinen Seitenstreifen. Aber es ist erstaunlich, dass Osmand diese Umleitung auch so berechnet hat. Oder Bike Router. Ich habe es ja mit Bike Router, genau. .de mir berechnen lassen. Und das passiert ja immer auf OpenStreetMaps. Und die sind ja immer sehr aktuell, die Karten. Heute habe ich ungefähr 1% Akkuverlust pro Kilometer. Und ja, bin ja 105 gefahren, habe jetzt noch 12,3 Kilometer und 11% Akku. Ja, mal sehen, ob ich damit hinkomme. Wäre blöd, wenn ich den Akku noch wechseln müsste. Immerhin bin ich ganz alleine hier als Radfahrer. Ich habe noch 10 Kilometer und wechsle mal den Akku, weil er keine Power mehr bringt. Hat jetzt 8% und ja, ich wechsle jetzt noch mal schnell, trinke noch mal Wasser, ich habe Durst. Ja, der Akkuwechsel hat mal gerade 2 Minuten gedauert.
Ja, hinter mir waren gerade auch wieder Rennradfahrer. Die hatten keine Absicht, mich zu überholen. Ich eierte damit 20 durch die Gegend. Hab sie dann vorbeigelassen, auch den letzten. Hab mich nochmal umgedreht und da kam noch so ein Nachzügler. Wieder die gleiche Situation. Ich habe ihn nicht gesehen, ich weiß nicht warum. Links, rechts, ja, musste bremsen, ich musste bremsen, ja, komisch. Ja, da kommen schon wieder welche. Ich denke, das ist noch Teil der Umleitung. Das war Ventone, Ventone Pizza, oh, lecker Pizza. Ich hab gar keinen Hunger. Ich habe noch ein halbes Brötchen. Jetzt könnte ich noch mal die letzten 5 Kilometer eine Pause machen. So, wo geht's lang? Links. Ganz schöner Weg wieder. Ich habe was entdeckt. Das ist ja geil. Spritzschutz. Das passt genau bei mir. Als Ersatz nehme ich das doch mal mit. Hier. Ich kenne doch mein Rad so langsam. Vielleicht gehe ich doch noch mal baden. Ach, da kommt man schlecht ran. Schade. Wäre dann nicht. Und wieder spannend, was für ein Campingplatz mich erwartet. Hab ich Strom, ist viel los, es ist eng, gibt's Bier zu kaufen. Ja. Sanitäranlage sind mir nicht so wichtig, Hauptsache sauber. Es ist total ruhig hier. Hier kommen auch keine Autos. Ich bin ganz schön durchgeschwitzt. Es war doch recht warm heute. Aber schön. Hier geht's weiter. Ist 19.30 Uhr, oder? Ich hätte schon gar nicht mehr offen. Ja, hey, hey, hey. Schicker Radweg hier. Beide Richtung. Baulich abgetrennt. Nice. Wow, das ist mal ein Felsbrocken, ey. So, Camping links, bevor der jetzt kommt, ziehe ich nochmal rein. Ja. Das Sanitärhäuschen ist hier einfach gehalten. Okay, ich glaube, ich bin schnell an der Anmeldung vorbei. Aber ist doch nett hier, bis auf diesen Heckenschneider.
So, darf man ja nicht. Darf man nicht drauf fahren, ohne sich anzumelden? Ja, da stand es auch dran, Rezeption da unten. So, das war schon mal super unkompliziert. Er sagte, ich kann Platz suchen, egal wo, da wo Strom ist. Kostet extra, aber egal. Er fragt dann noch nach Amperezahl. Ich war 6 gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt. Und für 2 Tage. Ein geiler Wohnwagen. Da ging ja auch, da ist auch Strom. Ist schon belegt. Ja, ich war gerade noch mal im Supermarkt, habe ein paar Nudeln eingekauft, bisschen Pesto, habe mich da von meinem Nachbarn inspirieren lassen, doch selber zu kochen. Es gibt hier auch Pizza, aber ist auch mal schön, mal was selber zu kochen. Ja, kurzes Fazit vom Tag, was soll ich sagen? Erster Teil ging so bis zur italienischen Grenze. Ist das wieder schön? Ist das schön? Aber ab der italienischen Grenze wird es dann so, wie man sich den Alpe-Adria-Radweg auch vorstellt, wie man es kennt von Videos. Ja, also ich brauche es, glaube ich, nicht nochmal erzählen. Ihr habt es ja selber in dem Video gesehen. Es ist einfach fantastisch, die alte Bahnstrecke da runterzufahren. Ja, für mich geht es ja übermorgen dann wieder zurück, die gleiche Strecke. Wird sicher etwas knapp mit dem Akku. Also mir hat jetzt gerade heute ein Akku gereicht. Rückwärts, ach, müsste es eigentlich reichen. Ich habe ja noch den 500er, damit sollte ich eigentlich klarkommen. Ja, morgen habe ich geplant, den Alpe Adria Radweg weiterzufahren, Richtung Udine oder nach Udine. Und der Alpe Adria Radweg zahlt sich irgendwie. Ich werde auf jeden Fall eine Runde drehen sozusagen. Also die eine Strecke hin und die andere Strecke wieder zurück. Ja, bin ich mal gespannt. Dann bin ich zumindest nach Udine gekommen. Bis nach Grado schaffe ich es nicht. Ich muss übermorgen auf jeden Fall wieder zurückfahren nach Villach. Und am 20. geht mein Zug dann ab Villach nach München. Am 21. wieder nach Hamburg, von München nach Hamburg, genau. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen und ja, bis morgen. Tschüss.